Ja, ich würde vorschlagen, dann gehen wir erstmal weiter. Wieder zurück in die Folterkammer. Da muss es doch irgendwo rote Getränke geben. Außer Wildkirschbrause. Vielleicht hier unten. Oder vielleicht hat Mona in ihrem Sarg noch ein bisschen Wein. Smiley, Schmiererei. Oh, Froderick, das sieht ja aus wie ein Haufen Leichen. Wie abstoßend. Das braucht nicht gedüngt zu werden. Damit kann ich keine leere Flasche kaufen. Den Satz kennen wir zu Genüge. Damit kann ich keine leere Flasche. Düngen auch nicht. Dass wir das Zeug vielleicht. Ach, wir brauchen das ja gar nicht für den Dünger. Wir brauchen das ja im Becher. Keine gute Kombi. Keine gute. Nee. Das Düngen ist ja für das andere, den anderen. Spruch, Rezept, wie auch immer. Fragen wir mal Barb. Vielleicht weiß die Rat. Hallo Barb. Die mag ich total gern. Ich weiß auch nicht. Nee, leider auch keine neuen Gesprächsoptionen. Ich gehe mal wieder. Und mit dir. Ja. Mit den Ratten rede ich besser nicht mehr, nachdem ich sie verpfiffen habe. Kann ich aber noch. Ich versuch's mal. Hallo. Dir auch. Hallo, Puppe. Wie geht's dir heute so, Schätzchen? Au revoir. Auch nichts Neues. Öffne den doch mal. Ich brauche mein Bett nicht, um herzuziehen. Jedenfalls im Moment nicht. Es ist aber für alle Fälle gut zu wissen, wo es steht. Das ist mein Bett. Du meinst deinen Sarg? Ach, Ja, du das sagst. haben wir jetzt schon oft genug gehabt. Für mich ist es immer noch mein Bett. Ist so gut. Ich bin da kein Fachmann, aber die Erde braucht ihr Vampire aus irgendeinem Grund. Da ich kein Vampir. Das haben wir doch alles schon gehört. Ich will jetzt weiterlaufen. Kasten voll Erde. Ist denn hier irgendwo ein Blut? Auffang? Fass oder sowas? Ach, Menno. Wo geht's hier nur weiter? Vielleicht bei Edgar oben? Da wollte ich doch hin. Der liest immer noch Zeitung. Hey, der hat doch was so. Das braucht nicht. Keine gute Kom. Damit kann ich keine. Menno. Edgars Sachen hängen auf der Wäscheleine, fein säuberlich mit Wäscheklammern befestigt. Edgar? Darf ich ein paar deiner Sachen für Froderick ausleihen? Er sollte sich etwas bedecken. Meinst du nicht auch? Ein Bad täte ihm besser als neue Klamotten. Wirf ihn doch in die Wanne. Ich schrubbe ihn dann schon ab. Ausgezeichnete Cool. Idee. Du wirst mir immer sympathischer. Habe ich hier kein Wörtchen mitzureden? Warte mal. Doch. Und das Wörtchen lautet? Nein! Schauen wir mal.
Ich weiß ja, dass Fledermäuse sich wie Katzen sauber lecken. Da hast du was missverstanden. Ihr Menschen solltet euch sauber lecken. Das habe ich auch schon versucht. Ich erinnere mich. Die steht schon offen. Edgar, darf ich... Gerne, nur zu. Schau dich in Ruhe um. Aber bleib lieber von dem grünen Zeug da links in der Ecke weg. Keine Ahnung, was es ist, aber gestern Abend hat es mich angeknurrt. Oh, ich lass es lieber. Danke. Okay. Damit benutze ich keine... Mit Edgar auch nicht? Damit benutze... Nee. Damit auch nicht. Okay. Dann vielleicht Kaffee. Ich will nicht noch ein... Nein. Ach, Menno. Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Vielleicht, dass Frederik irgendwo Wasser holen sollte, aber auch das geht nicht. Tja, wie kommen wir an die Tollkirsche? Das ist echt nicht einfach. Körperlotion. Na. Schon wieder auf dem Desktop gelandet. Warum passiert das immer? Wahrscheinlich, wenn ich zu weit rechts klicke. Da ist nämlich mein zweiter Bildschirm. Wenn ich den erwische, dann lande ich wahrscheinlich auf dem Desktop. Der ist auch leer, oder? Das wird nichts bringen. Tut mir leid. Damit benutze ich keine Dose. Vielleicht kann ich sie später mal noch gebrauchen. Tja. Das ist Diät-Wildkirschlimonade. Vielleicht müssen wir Zucker reintun. So, jetzt ist die Kirschlimonade nicht mehr auf Diät. Süß! Stimmt. Aha. Sie müsste süßer sein. Nein, ich meinte süß wie cool. Entschuldige die Verwirrung. Nächstes Mal sage ich einfach stark. Cool. Jetzt geht's bestimmt. Leute, das war eine ganz schöne Sucherei bis jetzt. Ihr könnt ja einfach bis Minute 8 vorspulen. Dann ist es für euch nicht so langweilig. So, nichts wie runter. Und hier ran. Ja, jetzt brauchen wir noch Lila. Perfekt. Schau mal, die Flüssigkeit im Herzbecher hat sich lila verfärbt. Lila Herzen, orangene Diamanten. Ja, perfekt. Die Flüssigkeit im Diamantbecher hat sich hellorange verfärbt. So, und jetzt geht's weiter. Ich schaue nochmal auf die Tafel. Hier. Ich glaube, kalt, heiß, kalt. Und dann wieder heiß. Eine Kreidetafel, auf der etwas geschrieben steht. So, schauen wir mal. Wir müssen es uns ganz anhören. Sonst breche ich nämlich alles ab, wenn ich es abbreche. Da steht... Formel für organische Säure auf Kohlenstoffbasis. Drei Becher, lila Herzen, grüne Kleeblätter und blaue, nein, orangefarbene Diamanten. Jetzt ein Drittel Dämonenrotz, ein Drittel Farbgetränk, ein Drittel Farbgetränk.
Erstens kühlen, zweitens erwärmen und letztens kühlen. Das Gemisch muss ich rosa färben. Im Keramikkessel zum Kochen bringen, bis Kessel rot glüht. Dämonische Hitze verwenden. Lebewesen auf Kohlenstoffbasis zugeben und genießen. Wir haben kein Lebewesen auf Kohlenstoffbasis, oder? Lebewesen auf Kohlenstoffbasis? Nee. Sieht schlecht aus. Mist. Frederik! Nein, natürlich kochen wir Frederik nicht. Lebewesen, lass mich mal durchgehen. Muss das ein lebendes Lebewesen sein? Ansonsten könnten wir mal in der Folterkammer nach irgendwie einem Knochen oder sowas suchen. Oder vielleicht kann ich auch erstmal... Sind die Becher alle gefärbt? Ja, dann kann ich erstmal kühlen und erhitzen vielleicht. So, wir legen Eis rein, oder? Dazu passen die Trockeneisblöcke nicht. Okay. Aber ich glaube... Nee, wir müssen die schon mischen vorher. Naja, vielleicht kann ich sie ja da reinschütten. Ja. Verdammt, Mona, du kannst einfach nicht kochen. Schnabel halten! Ich bin Opernsängerin und kein Koch im Dienst des Bösen. Okay, das ging nicht. Oh, schon alle leer. Mist, das habe ich verkackt. Also nochmal neu mischen. Tschu. So. Und so. Dann wieder Brause. Halt. Erst blau. Dann hier hinten auch blau. Interessant. Der Inhalt des Kleeblattbechers ist hellgrün geworden. Ja, so war der Plan. Schau mal, die Flüssigkeit im Herzbecher hat sich lila verfärbt. Die Flüssigkeit im Diamantbecher hat sich hellorange verfärbt. Perfekt. Das habe ich. Okay, das heißt, sie hat die immer so, wie sie da stehen. Dabei, dann schauen wir mal, vielleicht können wir sie in den Kühlschrank stellen. Keine gute Kombination. Ach, Menno, da ist doch Trockeneis. Keine gute Kombination. Wieso denn nicht? Ach, Mona. Mach's uns doch nicht schwerer, als es ist. Aber wenn ich jetzt eine andere da reinkippe, sind sicher wieder alle leer. Vielleicht so? Die beiden Sachen lassen. Nee. So ein Kühlschrank in der Küche? Nee. Puh, schwierig. Kühlen. Eigentlich nicht schwierig, sie müssen nur den Kühlschrank stellen. Oder das Trockeneis irgendwo verwenden. Kann das echt nicht in den Kessel? Dazu passen die Trockeneisblöcke nicht. Dazu passen die... Nee. Und dass ich es vielleicht da direkt hinstelle? Das Trockeneis? Dazu passen die... Dazu... Dazu... Mist. Also das ist jetzt blöd. Wieso kann ich das nicht in die Küche tun? Keine gute Kombination. Irgendwo muss ich ja sowas finden. In der Küche ist immer noch die Rührschüssel. Dazu passen die Trockeneisblöcke.
mit dem stumpfen Bus. Keine gute Kombination. Ich glaube, wir brauchen einfach irgendeine Blume, die sie dann lila anmalt. Denn Tollkirschen sind ja, soweit ich weiß, dunkellila. Die beiden Sachen lassen. Warum denn nicht? Ich kapier's nicht. Stell doch einfach die Becher da rein. Keine gute Kombination mit dem Becher. Erstens kühlen, zweitens erhitzen, drittens kühlen. Flüssigkeit muss sich rosa verfärben, dämonische Hitze hinzugeben. Mello! Böse Laborküche. Ah, was ist denn da? Sollen wir noch gar nichts sehen. Das scheint ein bösartiger Ofen mit allerlei seltsamen Töpfen, Pfannen und Kochutensilien zu sein. Du meinst, bösartige Kochutensilien. Woher willst du wissen, dass sie bösartig sind? Also wirklich, das da ist zum Beispiel der bösartigste Pfannenwender, den ich je gesehen habe. Oh Mann, die zwei. Keine gute Kopf. Ah, vielleicht das Eis? Dazu passen die Trockeneisblöcke nicht. Ach, Mona. Muss man die vielleicht schmelzen und auf die Blume tun? Klingt jetzt nicht so toll. Warte mal, vielleicht muss man den Bunsenbrenner erst einschalten. Vorhin ging's nicht, vielleicht geht's jetzt. Brennbare Gase sind gefährlich und wir wissen nicht, wie sicher die Ausrüstung hier ist. Ich drehe ihn erst an, wenn es gar nicht anders geht. Damit kann ich doch keine wildgewordene Diät, ich meine ehemals Diät-Wildkirschbrause benutzen. Wenn ich da jetzt irgendwas reinkipp, sind die drei wieder weg. Ach, Menno. Dazu passen die Trockeneisblöcke nicht. Dann versuche ich das Trockeneis jetzt mal in ihrem Zimmer. Und dann kommen wir nochmal hier runter. Bei meiner Abkürzung. Dann geht das. So, die Kulisse. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da wieder was ausschneiden würde. Ein Jammer, dass die Kombination nicht funktioniert. Wäre spannend gewesen. Vielleicht klappt es in 5 Minuten. Wir können es ja später nochmal versuchen. Okay. Okay. In 5 Minuten? Was zum Teufel? So, da sind wir auch schon. Wenn wir das jetzt schmelzen... Wir können sie ja nicht schmelzen. Dazu passen die Trockeneisblöcke nicht. Ui, aber... Keine gute Kombination mit dem Becher. Mengo! Worgsee, das Wasser. Das dunkle, kalte Wasser des Worgsees. Schwimmen da Leute drin? Naja, manchmal treiben da welche. Meistens mit dem Gesicht nach unten. Das braucht nicht... Das habe ich schon getan. Es muss einen Weg geben, diese Zwiebeln schneller wachsen zu lassen. Ja, aber wie denn, Frederik? Umgraben, mach mal. Also, ich würde sagen, die leichte Brauntönung der waagerechten Streifen oben an der Außenhaut weist sie eindeutig als Belladonna-Knospen aus. Frederik, ich wusste gar nicht, dass du dich mit Blumen so gut auskennst. Ach, weißt du, meine letzte Freundin Helena hat mich abserviert, nachdem ich ihr Blumen geschenkt hatte. Oh, Frederik, das war aber lieb von dir. Warum hat sie dich denn abserviert? Weil sie ihr einen anaphylaktischen Schock versetzt haben. Danach beschloss ich, mehr über Blumen zu lernen. Ihr Bruder Rocco droht mir immer noch damit, mich zu Klump zu prügeln. Oma. Habe ich schon probiert. Ein gefrorener Pflanzkasten mit ein paar Blumenzwiebeln darin. Es muss einen Weg geben, diese Zwiebeln schneller wachsen zu lassen. Ja,
So, so. Wunderlos, haben wir schon. Walksee. Kein Schnee oder so, den wir nehmen können. Tja. Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Okay. Frederik? Nein, ich werde kein Bad im See nehmen, um sauber zu werden. Und riechen tue ich auch nicht. Ja, Menno. Hier in dem Vasen. Eigentlich nur Asche drin. Die hilft nicht gerade beim Wachsen, würde ich sagen. Und hier, was ist hier? Feuer. Können wir da das Trockeneis schmelzen? Oh, wir haben ja nicht mal irgendeinen Behälter. Außer die leere... Ein Feuer! Was mag wohl passieren, wenn man brennbaren Stoffen eine bedeutende Menge Hitze zuführt? Brennbaren Stoffen? Was meinst du denn, Mona? Dazu passen die Trockeneisblöcke nicht. Brennbaren Stoffen? Das braucht nicht gedüngt zu werden. Parfüm hat auch Alkohol. Ich will nicht nach einem... Was brennt noch? Das Buch? Das brennt bestimmt auch. Ich schau mal in die Küche, ob wir die Rührschüssel nehmen können. Moment mal, da sind doch glühende Kohlen. Ich glaube nicht, dass es uns was bringt. Oder doch? Nee. Dazu passen die... Dachte ich mir schon. Schürhaken. Vielleicht können wir ihn jetzt mitnehmen. Der Schürhaken ist zu heiß zum Einstecken. Und was ist mit dem Kohlebecken voll glühend heißer Kohlen? Tja, ich weiß nicht, Frederik. Wie wär's, wenn du ihn mal einsteckst und mir zeigst, wie es dir damit geht? Nee, auch nicht. Wir müssen entweder Eis schmelzen oder die Tränke kalt bekommen. Eis schmelzen oder Tränke kalt. Dass ihr diesen euren Eisklotz aber auch nicht in den Kessel im Keller wirft, in dem Labor. Das ist äußerst ungünstig. Schauen wir mal nochmal um. Hallo. Hallo Edgar. Dazu passen die Trock. Keine gute Ko. Okay, ich geh wieder. So. Küche, Rührschüssel wollte ich. Küche, Rührschüssel. Rührschüssel nehmen. Mir ist im Moment nicht nach Kochen. Musst du aber. Dazu passen die Trockeneisblöcke nicht. Dazu passen die Trockeneisblöcke nicht. Dazu passen die Trockeneisblöcke nicht. Also Leute, wir nehmen jetzt schon 23 Minuten auf und ich bin noch nicht wirklich weitergekommen. Ich würde sagen, ich schau mal, dass ich mir was überlege, beziehungsweise eventuell mal nachschaue, wenn ich jetzt off-cam nichts finde. Und dann sehen wir uns wieder morgen, wenn es dann weitergeht. Also morgen schaue ich dann auf jeden Fall, dass wir weiterkommen. Also dann macht's gut und danke fürs Zuschauen.